Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. Wir haben beim letzten Mal hier einen weiteren Beacon aufgestellt, denn mit diesem Beacon haben wir hier bei uns an der Burg aktuell den Haste 2 Effekt. Was bringt uns der Haste 2 Effekt? Mit dem können wir super schnell Steine abbauen. Props. So, hier um es mal kurz zu demonstrieren. ja, auf jeden Fall. Diesen Effekt machen wir uns hier momentan zunutze und demnächst auf jeden Fall auch zunutze, wenn wir nämlich anfangen, hier die Korridore wieder auszuheben. Und damit sind wir einfach um Längen schneller mit und ohne Timelapses. Je nachdem, wie ich es dann jetzt mache, wie sich das dann ergibt. Und auf jeden Fall, gut, die können wir jetzt leider nicht so schnell abbauen. Aber das müssen wir ja auch gar nicht. Erze müssen wir ja so gar nicht abbauen. Auf jeden Fall, ich habe nicht geschlafen. Wieso gehe ich eigentlich nicht mal schlafen? Ah ja, weil Phantoms scheiße sind. Deswegen. Es wird Zeit, dass ihr brennt. So. Keine Lust mehr. Brennt bitte. Nein, nicht mich aus dem Bett angreifen. Nee. Huh. So. Geht sterben und brennen. Bett da rein. So. Wunderbar. Ja, ja. Maul gehalten, bitte. Maul gehalten. So. Auf jeden Fall, ich wollte erstmal ein bisschen was an Fackeln holen. Hatte ich die nicht... Ich habe die nirgendwo nie gelassen, oder? Oder hatte ich nicht einige Fackeln hier gelassen bei den Kisten? Hatte ich nicht hier welche gelassen? Den Redstone-Fackeln? Doch, hier habe ich einen ganzen Stack Fackeln. Das passt doch. Das passt doch. Das passt doch. Das passt doch. So, ach ja, ich vergaß auch. Man kann hier natürlich, wir können hier eben immer unsere Spitzhacken dann reparieren. Wenn wir hier dann eben kurz mal die Monster weghauen. Da kriegen wir dann gut... Da ist die Picke wieder fast voll. So, wir müssen es halt immer nur zwischendurch mal machen. Wichtig. So, da wir jetzt Fackeln haben, können wir das hier aber eigentlich erstmal wieder aufreißen. Ist da hinten irgendwie was? Ist, oh, ja stimmt, ich vergaß. Ich vergaß, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, dass das jetzt überhaupt geht. Weil damit eröffnen sich hier wirklich jetzt Möglichkeiten. So, machen wir hier erstmal wieder ausleuchten. Ich hoffe, dass das hell genug ist hier. Client Light. Client Light geht nicht unter 7. Sehr gut. Das heißt, hier ist soweit dann alles safe. Sondern ich würde hier ganz gerne, glaube ich, einfach mal das ganze Ding komplett mal ausreißen. Das heißt, jetzt könnt ihr mal gucken, wie schnell wir das einfach hinkriegen gleich. Ich sollte vielleicht... Wobei, ne, die sind noch nicht ganz voll. Aber. Können jetzt erstmal immer dann so machen. Das so bis nach da hinten immer ausbauen. Und dann immer so geklickt halten. Ja, das geht leider nicht so. Würde das denn gehen, wenn ich sneake? Ein bisschen. Dann müsste ich immer so ein bisschen hier auf die... Hier müsste ich dann immer so hingucken. Genau. Dann würde das nämlich so auch gehen. Nice. So, aber ich kann eigentlich auch einfach dann immer so machen. Blub, 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 blub. Und das ist, geht hier halt... Das ist so angenehm, ne? Das ist wirklich... Es ist wirklich schön. Das ist Arbeiten auf hohem Niveau hier. So, ja, das... Ich habe es mittlerweile aufgegeben, ehrlich gesagt, hier immer darauf zu achten, dass ich dann auf die andere Spitzhacke switche, wenn es um diese Erze geht. Weil das ist halt einfach, ja, weiß ich nicht, das ist... Ist irgendwie doof, immer die ganze Zeit, keine Ahnung. Dann baue ich die halt immer erstmal so ab und dann können wir die auch immer so normal wieder abholen. Und die früheren Versionen immer dran schuld.
Okay, ich muss dann darauf achten, dass es hier bitte ausgeleuchtet bleibt. So. Wenn wir dann hier einmal schon ganz durchgehen. Ich werde das einfach mal einmal komplett ausheben, wie gesagt. Weil wir können es ja. Und dann gucke ich, wie wir dann... Oder wie weit das dann überhaupt... Wie weit dann hier... Inwiefern dann hier ein Gang zu wohin geht. Wird dann wahrscheinlich auch irgendwie Gänge geben, die gehen dann natürlich runter. Aber ich möchte immer auch so ein bisschen eine Dimension haben, wo wir uns dann aufhalten. Das wäre mir immer wichtig, damit ich dann genau weiß, wo auch was sein kann, wo wir dann eventuell eben so Gebäudeabschnitte, Türme und so weiter hinballern. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich dann herauszufinden. So, was ist denn jetzt hier los, sag mal? Diese Gravel-Scheiße hier wieder. Drum. Diese Scheißblöcken, diese Blöcke hier nicht wären, ne? Das Leben wäre so viel schöner ohne Gravel. Zumindest ohne Gravel im Stein. So, ohne Gravel in Steinscheiße. Wenn ihr mich da vielleicht ein bisschen verstehen könnt. So, gehen wir erstmal bis hier ungefähr. So, und jetzt muss ich gleich die... Jetzt wieder Gravel, ey, ich... Goddammit. So, dann mache ich wieder zu. Oder? Nee, das ist falsch. Ich muss das hier aufmachen. Muss aufgemacht werden. So, jetzt können wir gleich mal gucken. Weil jetzt würde ich natürlich sagen, normalerweise würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt eine Timelapse, ne? Eine lange... Oder eine Timelapse so lange... Eine Timelapse so lange, bis dann alles hier fertig ist. Und jetzt möchte ich gleich mal gucken, wie lange wir brauchen ohne eine Timelapse. Natürlich unter guten Voraussetzungen hier bitte. Unter Voraussetzungen, wo auch alles stimmt. So. Und wir ziehen jetzt einfach einmal in die Reihe rein. Wir gehen jetzt komplett bis nach hier hinten. Wir ziehen jetzt die Reihe rein. Eine Timelapse hier, einmal das Ganze so auszuheben. Da würde ich jetzt locker um die halbe Stunde sitzen. Also das wird locker eine halbe Stunde sein. Aber mit unserem wunderschönen Haste Beacon brauchen wir jetzt ungefähr wie lange? Mal gucken. Ich habe jetzt bei 7, also 8 Minuten sind wir jetzt. So, und ich latsche halt durch Stück. Da sind jetzt wieder Erze. Die versuche ich jetzt erstmal einfach zu beipassen. Die holen wir dann später nach. Aber ihr seht schon, das ist so wahnsinnig viel schneller. Ist halt irre. Das ist wirklich irre. Man könnte es fast für eine Timelapse halten, obwohl es keine ist. Schon sehr nice. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Aber nicht so zufrieden, dass überall diese Kohle hängt. Jetzt beschwere ich mich über Kohle. Und vorher habe ich sie schon nicht gebraucht. Jetzt, ne? Immer irgendwas zum Beschweren haben. Und irgendwann ist bestimmt Haste 2 mir auch nicht mehr schnell genug. So. Ja gut, wir können halt aber... Ich weiß nicht, kann man im End Beacons aufstellen? Wenn wir in den 400ern irgendwann dann wieder ans End gehen, weil ich will ja eigentlich nochmal so eine Tour machen, dass wir uns eine zweite Elytra holen irgendwann. Dann müssen wir mal gucken. Ey, wie viel Kohle ist denn jetzt so auf einmal bitte? Die will mich doch gerade einfach nur abfacken, oder? Die Kohle will mich gerade doch einfach nur abfacken. Ja, aber ich würde fast, also wenn ich raten müsste, würde ich fast sagen, Beacons funktionieren nicht im End. Mit dem Nether dürften sie eigentlich auch nicht funktionieren, weil da hat man ja keine, ich sag mal, Möglichkeit in den Netherhimmel zu schauen, wenn ihr versteht. Ah, ich bin übrigens schon wieder komplett voll. Guck mal, wie viel wir einfach schon, aber trotzdem schon geschafft haben, ne?
Wir sind jetzt gerade mit 2 Minuten. Das ist 2 Minuten Sache jetzt hier ungefähr. Also wenn ich jetzt weitergemacht hätte, es wären 2 Minuten, wäre es durch gewesen. Also das ist wie gesagt schon himmlisch. Also jetzt ist hier richtig Feuer in der Welt. Wenn es ums Progressen geht, wenn es Buddeln heißt. Auf jeden Fall. Buddeln ist jetzt kein Problem mehr. Für sehr lange Zeit. So. Mach den ganzen Kram hier mal leer. Also wir haben auf jeden Fall wieder genug Stonebricks. Wir haben auf jeden Fall wieder genug Stonebricks. Für die nächste Runde. Wenn wir dann... Ups. Wenn wir dann... die Mauer wieder legen. Halt. Das hier ist bitte meine Stein-Only-Kiste. Dankeschön. Versucht das so gut wie es geht zu halten. Steinkiste only, alles da rein. So, und jetzt packe ich auch einfach mal alles hier von da oben nach drüben rein. So, hier die Stonebricks, bitteschön, die kriegst du mal alle hier, die werden wir auch noch verbauen. So, der Rest hier rein. So, das ist wieder alles voll. Und wir machen wieder alles komplett dicht hier bei uns in unseren Inventaren. Mit Kacke. Außerdem hätte ich die Leinen auch wieder zurücklegen können. Fällt mir gerade mal so auf. So. Okay. Meine Güte. Wenn man sich das nur mal vorstellt, dass wir das hier alles in einer Folge ausgehoben haben, ohne eine große Timelapse zu machen. Fast. Wir sind noch nicht ganz durch, aber... Aber warum ist hier auf einmal so viel Kohle, sag mal? Auf einmal ist hier alles voll mit Kohle. Willst du mich doch verarschen, Spiel, sag mal. Oder nicht? Ich glaube, das Spiel will mich wirklich verarschen. Okay, ich weiß allerdings nicht, wie weit das in den Untergrund geht. Weil ich glaube, dass dieser Radius vom Beacon natürlich auch... also es geht auf und ab, so gesehen. Das heißt, ab irgendeinem Punkt wird es dann der Fall sein, dass wir wahrscheinlich den Effekt nicht mehr haben. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir Beacons irgendwie unten aufstellen. Also wirklich unten in der Mine irgendwie. Dazu müssen wir dann immer gucken, dass wir irgendwie oben dann Löcher dafür machen. Temporäre Löcher oder sowas. Die wir dann wieder verschließen müssen, fürchte ich. Da führt dann erstmal kein anderer Weg so vorbei. Warum geht eigentlich so viel daneben? Mein Charakter sollte sich mal ein bisschen mehr bemühen, Sachen einzusammeln. Der faule Sack. So. Ja, und selbst wenn ich jetzt hier aus eine Timelapse mache, ne? Diese geht so schnell durch. Die geht jetzt so schnell durch. Also wie gesagt, oh, das ist so ein Blessing einfach. Aus einer halben Stunde irgendwie so 5 Minuten zu machen, wenn wir diese ganzen Buddel-Burnouts ständig hatten. Noch aus den alten, älteren Folgen, etwas ältere Folgen. Wo wir ständig dann diese Burnouts, wo ich diese Burnouts hatte und einfach so gesagt habe, nee, ey, heute komme ich nicht in Minecraft Hardcore rein und werde jetzt die ganze Zeit wieder da weiter buddeln an dieser Scheiße. Das ist hiermit erstmal für eine lange Zeit vorbei, glaube ich. So, apropos vorbei. Sag mal, wo genau sind wir gerade? Wo befinden wir uns gerade? Wenn ich das denn erfahren darf. Hier hinten. Okay. Also wir hätten potenziell jetzt einen Weg bis hier hinten. Das ist doch an sich schon mal ganz okay. Allerdings, ich glaube, wir erreichen die Surface hier auch gar nicht mehr. Das heißt, wir sind sowieso zu tief. Genau, wir sind eh zu tief, glaube ich. Das heißt, wir können das so gar nicht richtig abmessen. Was ich allerdings abmessen kann, oder was ich jetzt hier mal markieren könnte, dann können wir uns hier nämlich mal so einen kleinen Steinturm eben kurz hinbauen, dass wir jetzt wissen, wir haben einen Gang, der bis... da war gerade irgendwas am... Egal. Ein Gang, der bis hier geht. So.
Da mache ich mir hier so diese klassische Steinturmmarkierung. So. Dann wissen wir Bescheid. Und dann gucken wir mal weiter. Es ist ja nicht ganz... Ich muss eh nochmal rein, weil es ist ja auch nicht ganz fertig. Da hängen jetzt noch überall diese ganzen... Kacke. Die ganzen Kacke. Meine Kohle und so weiter. Hatte ich hier... Weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen. So. Ich mache aber auch wirklich nur das raus, was hier im Weg ist. Also ich mache nichts weiter raus, weil... So, hier hängen auch noch Steine drin, das ist okay. Die können wir hier einfach rausfurzen. Plup, 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 plup. Außerdem kriege ich die Kohle auch schneller weg, wenn ich vorher einen Stein abbaue. Das ist irgendwie ein ganz komischer Bug immer. Das funktioniert irgendwie in gefühlt allen Versionen von Minecraft. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Irgendwie an Mining-Momentum oder was? Wenn ich jetzt schätzen müsste. Ob es überhaupt sowas gibt, keine Ahnung. Sowas an sich gibt. Mining-Momentum. So, dann hauen wir das hier noch raus. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Eye-Toy-Spiel von Wischiwaschi. Wo es dann, hast dann einfach die ganze Zeit die Fenster gehabt. Einige von denen waren halt immer schön clean. Also da gab es dann immer nur eine Dirt-Schicht. Und dann gab es diese Fenster, wo immer irgendwie noch Scheiße war. Die immer länger gedauert hat zum Wegmachen. Genau so ist gerade die Kohle hier auch. Die ist irgendwie einfach voll im Weg nur. Von dem... Die ist einfach im Weg, weil wir schneller sind als die Kohle uns hier eigentlich blockieren sollte, blockieren dürfte. So. Sehr gut, dann machen wir hier noch raus. Und dann lassen wir diesen Gang hier erstmal so verweilen, glaube ich. Dann haben wir den hier gemacht. Und dann wird hier, sagen wir mal, den ziehe ich halt durch, ne? Und ab hier können dann irgendwie auch noch andere Areale der Burg vielleicht mal freigeschalten werden. Zum Beispiel, die von außen dann sind. Und dann halt Orte, wo es dann Treppen hochgeht, wo dann andere große Türme nach oben in bestimmte neue Quarters gehen zum Beispiel. Das ist so der ganze große Aufwand. Und ich möchte hier dann auch automatisch irgendwie, wenn es geht, ich weiß noch nicht, ob es geht, das müsste man mal überprüfen. Nur ich meine mal irgendwie gesehen zu haben, dass das tatsächlich möglich ist, dass man irgendwie Schafe mittlerweile mit Dispensern und Scheren abscheren kann. Allerdings weiß ich nicht, wie man diesen Prozess dann hundertprozentig automatisieren würde. Das wäre dann etwas, das müsste ich auf jeden Fall auch nochmal rauskriegen. So, die Schulker hier. Ne, das war eine leere Schulker. Du bist eine volle Schulker, richtig? Fast voll. Dann nimm mal erstmal den ganzen Kram hier bitte rein. So, und jetzt gucken wir, dass wir wieder ein bisschen Stein wegkriegen beim nächsten Mal auf jeden Fall. Und dann fangen wir einfach mal an, hier oben bei der Mauer was zu bauen, schon mal zu legen. So, und hier vorne dann die beiden großen Türme. Also hier kommen ja auf jeden Fall Türme rein. Ich hatte die auch größer gebaut, oder? Hatte ich die original nicht größer geplant als die anderen? Warte mal, lass mich das gerade mal überprüfen. Das waren Fünfer. Ach, die sind... Nee, die sind größer. Die sind nur anders ein bisschen größer. Hier verlaufen dann zwei und hier läuft dann... Vier verläuft dann... Eine ganz andere Markierung. Die sieht man von oben dann besser. Ich hatte das nur gerade falsch im Kopf. So. Ja, doch, die sind größer. Das ist nur eine Illusion irgendwie, glaube ich. Man denkt, dass sie nicht größer sind, aber sie sind tatsächlich größer. Passt schon so. Auch ein schönes Thumbnail hier. Mit dem Mond so. Könnte man auch benutzen. So.
Jetzt mache ich mir mal die Stonebricks für die nächste Folge klar und dann werden wir ganz schön weiter mit Stonebricks platzieren und mit... Moment, habe ich hier... Ich brauche mehr Fackeln, ne? Wir brauchen da oben mehr Fackeln. Ich habe hier 19 Sticks noch drin, ne? Aber ich habe auch sonst gerade kein Holz mehr hier mit. Ne. Kein Holz. Tja. Nun. Gut. Fackeln. Kohle. Steine. 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 So, okay. Dann werden wir beim nächsten Mal die wunderschöne Mauer mal weitermachen. Und werden mal anfangen zuzumachen. Oben groß zuzumachen. Dann wird oben wahrscheinlich halt nochmal so eine kleine Mini-Etage sein. Da werden dann Zäune draufkommen, denke ich mal. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich weiß es noch nicht zu 100%. Und dann werde ich mal schauen, wo denn hier Türme entstehen. Also nochmal so Türme. Oder ob dann gewisse Stellen einfach nur so begehbare, ne, wisst ihr schon, mehr zum Teil zum begehbare Mauer gehören und dann nicht Türme sind, zum Beispiel. Und die Türme, die werde ich dann mit einem Deep Slate Dach wahrscheinlich bestücken. Das ist schon, das hatte ich irgendwann schon mal, glaube ich, sogar gesagt in irgendeiner Folge, dass ich das vorhabe. Und das werde ich dann auch sehr wahrscheinlich zur Realität machen. So. Warte mal, wo sind die anderen Fackeln eigentlich? Habe ich die alle unten platziert? Da habe ich die wieder hier irgendwo hingepackt. Egal, das finde ich in der nächsten Folge raus. Mein weg sein können sie ja nicht. Sie könnten verteilt sein. Wahrscheinlich. So. Na, okay, außerdem haben wir ja die Crimson. Die Crimson Stems, also, ne? Ja, die kriegen das alle schon hin. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.